Hey Leute und willkommen zum dritten Video der PES 19 Demo und mal wieder zusammen mit Jan. Hi. Hi. Das ist mega cool, wir spielen heute wieder 1 vs 1. Wer die anderen Folgen noch nicht gesehen hat, ich verlinke euch mal die letzte Folge beim i und auch die vorletzte Folge. In der vorletzten haben wir dasselbe gemacht, 1 gegen 1. Da haben wir ein bisschen Fazit gegeben, wie uns das Spiel gefällt, ein bisschen drüber geplaudert. In der letzten Folge haben wir das 3 vs 3 Koop ausprobiert. War ein bisschen kurios, könnt ihr euch anschauen, ist auf jeden Fall auch mega nice. Und ihr könnt natürlich auch bei Jan vorbeischauen. Vielleicht kommen da auch ein paar Folgen mit mir zusammen bei PES 19, wissen wir noch nicht genau, wie wir das machen, aber schaut auf jeden Fall vorbei, da schaut auf jeden Fall vorbei, das lohnt sich auf jeden Fall. Und da hinten wedeln sie schon mit den Fahnen rum, das ist mega nice. Wir spielen Schalke gegen Liverpool, ich bin Schalke, Jan ist Liverpool und wir machen natürlich wieder 2 Spiele hier. Gucken uns das einfach nochmal ein bisschen an und mal gucken, ob noch ein Video zur PES-Demo kommt oder ob es dann damit gewesen ist. Hier, alle guten Dinge sind 3 natürlich, Leute. Mal gucken, wann ich das auch hochlade, wann PES dann eben rauskommt. Ich bin gespannt, lasst euch überraschen. Und ihr könnt natürlich auch kostenlos abonnieren, wenn ihr neu auf dem Kanal seid, dann verpasst ihr auf jeden Fall nichts. Jetzt würde ich sagen, starten wir rein, mal gucken. Oh, wow. Das war richtig knapp. Er war abgefälscht und dadurch wurde es echt gefährlich. Der Move vom Torhüter war krass. Ja, da hat er nochmal gut reagiert, also es wäre echt... Ui, 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 das war knapp. Oh, das ist sehr gut Glück gerade, ui. Goretzka, der eigentlich nicht mehr bei Schalke spielt, aber das ist hier der Kader von dem Kader-Update Mai 2018, wollte ich nochmal gesagt haben. Ich habe schon 30 Mal unter meinen Videos gelesen. Ja, bei mir hatte ich es noch nicht unter den Videos. Noch nicht. Bei mir hatte ich es noch nicht unter dem Video, aber das kann noch kommen. Also wie gesagt, ich sag's jetzt hier mal. Das ist von Mai 2018 und das ist noch nicht geupdatet worden. Ich wollte es einfach mal austesten. Ja. Was? Ich habe noch nie. Nur gelb? Ich habe noch nie eine Schwalbe gemacht hier auch jetzt, also in PES 19. Funktioniert bestimmt immer noch so gut. Das ist gerade übersprungen, diese geniale Grätsche. Ja, ich habe die ja schon gesehen. Komm, die sitzt jetzt, wetten? Boah, ich kann dir gleich mal schicken, wie das gerade bei mir aussieht. Ja, ich glaub's, also die Qualität ist nicht besonders gut, Leute. Mein Internet ist gerade nicht on point. Und dann ist das immer ein bisschen unpraktisch. Aber ist halt so. Unpraktisch ist ein gutes Wort dafür. Guck dir ruhig das Bild an, ich sehe nicht, wo das Tor steht. Oh! Oh! Führe ich? Nein. Was? er sieht überhaupt nichts, Leute. Richtig geil. Ich guck mir jetzt mal dein Foto an, das du mir gerade geschickt hast. Was? Was? So sieht mein Bild aus. The fuck? Ich habe ja gesagt, ich habe überall graue Balken. Leute, ich blende das hier mal ein. What the fuck? Ja gut, so kann man natürlich schlecht spielen. Ja, wir starten das neu, dann ist es besser. Junge, wie spielst du überhaupt? Ich habe nicht gespielt, ich habe einfach A die ganze Zeit gedrückt. Das ist ja unmöglich, Alter. Deswegen, ich dachte gerade echt, ich habe ein Tor geschossen. Das sah bei mir so aus. So, wie ist jetzt? Jetzt ist gut. Ist jetzt keine gut. Grauen Balken. Gar keine, das ist gut. Nee, ja, gerade gar keine. Ja. Am Anfang ist es immer gut. Am Anfang ist es immer gut. Deswegen nutzen wir das jetzt schnell aus. Jetzt hast du gar nichts mehr. Also das haben wir noch nie gehabt, Leute. Dass das so krass ist, das musste ich euch jetzt mal zeigen. Normal, also das kann gar nicht sein. Also ich verstehe PlayStation nicht, weil ich habe eigentlich einen guten Upload und der ist gerade gar nicht so schlimm, aber ich habe auch gar keinen so krassen Paketverlust, glaube ich. Aber auf jeden Fall ist das ist die PlayStation, die macht da draus irgendwie echt Kacke. Macht halt aus 50.000 Upload, macht die halt einfach 3.
Nein, er legt sich den Ball zu weit vor. Gut von Fährmann. Ich bin voll enttäuscht und traurig jetzt, dass ich das Tor nicht geschossen habe, weil es gedacht hat, was ich geschossen habe. Ja, es war nicht schlecht, aber er war halt vorbei. Ach, es war ein Kopfball, oder? Ja, ja, klar. Das konnte ich nicht sehen. Ist das geil. Ja, war ein Kopfball. Der war echt, es wäre halt eine Flanke und ein Kopfballtor, aber er war schon ein kleines Stück vorbei. Knapp, aber ein kleines Stück vorbei. Ich muss mal dein Video angucken, damit ich sehe, was ich gespielt habe. Komm, letzte Möglichkeit. Das ist die allerletzte Möglichkeit. Junge! Das ist nicht dein Ernst. Er pfeift auch noch. Er pfeift. Nochmal. Ich hätte ihn halt auch reingemacht, wenn er nicht gepfiffen hat, glaube ich. Also ich hatte hier auf Schießen gedrückt, hat er ausgeholt und dann haut er die Grätsche rein. Boah, und Embolo hätte ihn, glaube ich, noch gekriegt. War eine geniale Grätsche, muss ich mal dazu sagen. Mach mal nochmal X, bitteschön, und dann hoffe ich, dass ich jetzt treffe. Danach wird direkt abgepfiffen, Leute. Komm schon. Direkt danach Abpfiff. Alter. Caligiuri. Jawohl. Ist doch so klar. 1-0, ja, wir haben gewonnen. Oh Gott, das war echt knapp und traurig irgendwo, aber... Boah, aber das ist echt geil, wie der seine Beine da weggehauen hat, finde ich. Muss ja mal testen, wie das ausschaut. Sieht gut aus. Sieht selbst bei mir gut aus. Okay, Leute, 1-0, das nächste Spiel... Müssen wir uns jetzt andere Teams aussuchen und dann machen wir noch ein Spiel für die heutige Folge. Vielleicht geht das ein bisschen höher aus. Und ich wollte unbedingt ein Flankentor machen. Das habe ich offline mal geschafft, weil ich da, ja, ich habe das ein bisschen ausprobiert, wie vielleicht die besten Flanken kommen. Es gibt keine guten Flanken mehr in PES, aber ein bisschen besser geht's auf jeden Fall. Und ja. Mal gucken, wir gehen mal rein ins nächste Spiel. Vielleicht fällt da mal ein Flankentor. So, Leute, Barcelona bin ich. Mit Barcelona habe ich ja noch nie gespielt, außer in der Koop zusammen mit Jan. Und er spielt Inter Mailand, ne, war das, ja, oder? Ja, und mal gucken, vielleicht, wie gesagt, ein Flankentor wäre ganz cool. Wir schauen einfach mal. Jetzt kriegst du einen Wurf, lol. Weißt du, er sieht nichts und trollt mich mit so einer Kacke. Ne? Oh! Was eine Pranke. Mann, der hält immer alles, das kann mir nicht leid. Die Torhüter sind voll stark einfach. Das ist voll ätzend. Wenn man schon mal halbwegs irgendwie einen Schuss aufs Tor bringt, dann kriegen die den. Du musst stärker drücken, noch viel stärker. Jawohl, endlich mal ein Tor. 1-0. Mal aus dem Spiel herausgespielt, nicht wie gerade eben der Elfer. Yes. Suarez, wie gesagt, die Qualität bei dir natürlich kacke immer noch, aber ja, trotzdem nicht schlecht gemacht hier mit der Antäuschung, passt. Okay, jetzt geht's los. Jetzt mal es regnet ernst. Ja jetzt auch hier, ne? Also. Ja, das sehe ich nicht, das sehe ich tatsächlich nicht. Ja, das habe ich bei dir aber auch nicht gesehen, wo du gesagt hast, die T-Shirts werden nass und so. Hau jetzt mal den ersten Schuss hier raus aufs Tor. Jo. Boah, ich habe ja gerade fast den Barcelona-Spieler mit ins Tor geschossen. Gibt's eine Ecke. Ist Halbzeit. Doch! 1-0. Schiedsrichter. 1-0 zur Halbzeit. Ja, kein Flankentor, aber es war nicht schlecht, das Tor. Ein Flankentor will ich immer noch machen mit Barcelona. Mal gucken, ob das gelingt. Vor allem, weil es Barcelona ist, aber ja, wir gucken einfach mal, ne? Was kriege ich dafür, wenn ich ein Flankentor mache? Also, mit einer Flanke ins Tor. Mit einer Flanke ins Tor? Ja. In diesem Spiel noch. Oh. Was kriege ich? Ich weiß es nicht, das ist schwierig. An was dachtest du denn? Ich glaube nicht, dass es schwierig ist. Nein, das ist schwierig, das, was du kriegst. Ach so. Nein, ich... Keine Ahnung. Mir egal. Ich
bring dir einen Keks. Okay. Mehrere Kekse. Noch besser. Ach, wenn schön. Ich komme. Jawohl! Messi 2 zu 0. Wow, wir führen sogar mit 2 Toren mal. Das ist das erste Mal, glaube ich. Oh, Lionel Messi knapp wieder ein bisschen. Hätte der Torwart eigentlich auch halten können, weil die Torhüter ja hier echt viel halten. War jetzt auch nicht sonderlich krass hier. Ich dachte sogar, es wäre abseits. Ja, aber irgendwie und drin, das passt. 2-0, weiter geht's. Wenn ich komme, dann bringe ich dir einen Keks mit oder mehrere Kekse eben. Ja, okay. Egal wie, Hauptsache meine Flanke ins Tor, okay? Ja. Okay. Ich weiß jetzt 100%, ich schaffe das in dem Spiel. Bin ich gespannt. Ich müsste jetzt nur auf Ballbesitz spielen. Jo. Läuft, Chiri. Also. Du musst überhaupt erstmal in die Gefahrenzone kommen, Maestro. Ach, das ist kein Problem, in die Gefahrenzone zu kommen, die ich will. Oh! Siehst du, das ist gar nicht so kacke. Wenn man gut timet die Flanken und ein bisschen länger drauf drückt, dann kommen sie ähnlich gut wie manchmal sonst in PES 18. Braucht man aber auch echt Glück. Da muss viel stimmen. Jawohl, irgendwie. Ich habe überhaupt nichts mehr gesehen. Ich habe auch nichts gesehen. Du wahrscheinlich auch nicht. Bei dir wird es noch schlechter sein. Bei dir wird es noch schlechter gewesen sein mit dem Sehen. Aber irgendwie, ich habe einfach die ganze Zeit Kreis gedrückt. Und auf einmal kommt der Schuss. 3-0. So läuft's. Das ist geil. Ich bin immer noch der Überzeugung, dass ich das schaffe. Na dann. Mach mal. Wie viele Minuten haben wir denn? Fast 80. Oh, Junge. Ich dachte sogar, ich schaff's first try, okay? Ja, mehr Versuche wirst du wahrscheinlich nicht bekommen. Ja. Siehst du? Es funktioniert, Leute. Siehst du? 4-0. Durch eine Flanke, ja, da ist es doch. Schon wieder so ein geiles Flankentor. Schon wieder vor allem. Das ist das erste jetzt im Video. Diesmal hat's geklappt. Suarez, 4-0. Wir sind kurz vorm Ende. Endlich mal ein Spiel, das ein bisschen höher ausfällt. Das liegt daran, dass Jan eben eine schlechte Mannschaft hat und die Qualität nicht so gut ist. Das wäre das wahrscheinlich wieder nicht der Fall. Aber ich habe, wie gesagt, nichts dagegen. Und du weißt schon, dass ich das reinschneide, dass du schaffen wirst, ne? Auch dass ich was? Wenn du nicht schaffst. Dass du schaffen wirst und so. Ach so. Ich bin immer noch ja, der Meinung, dass ich das schaffe. Ja, das kommt alles rein. Also auch wenn du es nicht schaffst, ich schaff das. Ich alles ins Video. Ich sehe gerade nur nichts, das ist das Problem. Aber ich schaff. Oh, warte. Schieb das wieder auf die Sachen. Nee, guck, das ist die letzte. Oh, die Nachspielzeit müsste bitte ein bisschen länger sein. Scheiße. Scheiße. Nicht ins Aus. Bitte. Wo ist der Ball? Ja, das wird bestimmt funktionieren. Ja! Danke, ja, Tor! Ja, ich hab deinen Mund! Das zählt nicht! Das war ein Foul von mir! So ein Trottel! Hier, das ist doch nicht dein Ernst! Wolltest du ihn selbst reinflanken, ja, oder was? Ja, das war dann an Anfang an schon vor. Ach so! Boah, du bist zwar ein Prankster! Und jetzt zählt das nicht mehr, aber okay, nee. Ich habe ja Tor's Tor, ne? Also. Nee. Nein. Okay, ich bringe dir Kekse mit, wenn ich komme. Wenn ich mal von dir ins Studio eingeladen werde, komme ich und bringe dir Kekse mit. Ist das ein Deal? Ich hätte sogar gekriegt. Ja, ich habe Wette gewonnen. Gewonnen, ja. 4-0, Leute. Endlich mal ein Spiel, was ein bisschen höher ausgegangen ist. Und ein Flankentor, Leute. Wer es gesehen hat, schreibt mal bitte Hashtag Flanken in die Kommentare. Ja, es kann nämlich sein, dass schon ein paar abgeschaltet haben. Das wäre ganz cool, wenn ich das sehe, wer noch dran ist. Ja, ansonsten würde ich sagen, haut rein. Bis dahin. Und ja, mal gucken, ob noch ein Video kommt oder eben wir auf die Vollversion warten. Mal gucken, wann ich das hochlade, aber das werdet ihr schon sehen. Ne? Haut rein. Bis dahin. Ciao, ciao.